Unser Schulzentrum befindet sich auf einem Schulcampus. Hier unterrichten ca. 60 festangestellte Lehrer. Wir haben 2 Schulsozialarbeiter, 2 unterstützende pädagogische Fachkräfte. Wir haben so etwa zwischen 650 und 670 Schülern, die von Klassenstufe 1 bis Klassenstufe 12 bei uns hier lernen und alle für Mecklenburg möglichen Schulabschlüsse erwerben können. Wir wohnen hier zwischen den Flüssen Elbe und Elde in der Nähe eines Biosphärenreservats, in der es einmalige Naturräume zu beobachten gibt. Die idyllische Kleinstadt Dömitz hat einen historischen Stadtkern, eine Festung, die um 1560 erbaut worden ist. Und bis 1989 verlief hier an der Elbe direkt auch die innerdeutsche Grenze. Lernt unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass wir die Schüler auf das zukünftige Leben vorbereiten, auf Berufe, die es noch gar nicht gibt, auf selbstständiges, lebenslanges Lernen. Und ein wichtiger Aspekt, der aus unserer Sicht dazu gehört, ist natürlich auch ein gesundes Schulklima. Der Schülerrat trifft sich ja einmal in der Woche und dort tragen wir neue Ideen zusammen von allen Seiten oder wir besprechen anliegende Projekte in der Zukunft, wie zum Beispiel jetzt die Schülerpaten als Projekt. Und natürlich versuchen wir nebenbei noch auf die Wünsche unserer Mitschülerinnen und Mitschüler einzugehen und somit auch zu zeigen, dass sie auch ein Teil des Ganzen hier sind und man sich engagieren sollte und dass man auch gehört wird. Ich finde, wenn man in eine Schule kommt und man mit Kindern oder Jugendlichen zu tun hat, dann muss das bunt sein und dann kann es nicht einfarbig und trist sein. Eine Schule soll ja auch Leben ausdrücken und das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben und ich habe mir da so ein bisschen aller Friedensreich Hundertwasser ausgesucht und ich finde, das ist ein schönes Projekt, gerade diese Säulengestaltung, die wir gemacht haben oder auch die Fliesengestaltung drumherum, die ausdrückt, eine Schule kann bunt sein und wenn Schüler für Schüler gestalten, dann wird es auch nicht so schnell zerstört. Ich bin selbst hier in der Region aufgewachsen, bin hier selbst zur Schule gegangen und freue mich, dass ich jetzt nach meinem Studium in Rostock wieder hier sein darf, wieder in der Region leben darf und auch hier arbeiten kann. Ich finde es toll, dass wir in diesem Jahr unseren Schulgarten einweihen durften und dass wir im Sachunterricht und auch im Ganztagsbereich dort mit den Kindern Sachen ausprobieren können, selbst was ernten, sehen und die Kinder dort ihr Umweltbewusstsein weiterentwickeln und sich selbst ausprobieren können und darüber bin ich sehr froh. Das Besondere an dieser Schule ist, dass wir als eine von 100 Schulen in Deutschland und die einzige in MV Botschafterschule des Europäischen Parlaments sind. Und bei dieser Botschafterschule geht es darum, dass Schüler ihren Mitschülern selber was über die Europäische Union beibringen, beispielsweise indem sie selbstständig Projekttage organisieren. Die Berufsfindung wird bei uns durch mehrere Sachen unterstützt. Wir haben einerseits ein Lehrerteam, die als Berater zur Verfügung stehen. Andererseits arbeiten wir aber auch mit der Arbeitsagentur zusammen, die regelmäßig kommen und einen Berater für unsere Schule haben. Darüber hinaus haben wir aber auch 2 Schülerfirmen, wo sich die Schüler selber in einer Firma ausprobieren können im Rahmen von Wahlpflicht. Und was ein ganz großes Highlight ist, ist unsere eigene Berufsmesse, die einmal im Jahr stattfindet unter Tag der Berufsfindung. Da stellen 40 Firmen, Institute, Hochschulen ihre Sachen und Angebote vor und können so direkt Kontakt mit unseren Schülern knüpfen. Unser Schulträger, der Landkreis Ludwigslust-Parchim, baut hier an unserem Schulcampus seit 2018. Wir haben bereits eine energetische Sanierung in Form einer neuen Heizungsanlage bekommen, einen neuen Sportplatz, eine kernsanierte Sporthalle, einen Neubau für die Grund- und Förderschulklassen und derzeit wird an einem neuen Teilneubau für unsere Regionalschulklassen gearbeitet. Es werden hier tatsächlich alle Schüler unterrichtet, von der Grundschule über regionale Schule bis hin zu Abiturienten, differenziert im Unterricht nach Schulabschluss. Aber wir machen alles gemeinsam, was Projekte, Fahrten, Exkursionen oder Wettbewerbe betrifft. Neben den Schülern, die wir hier unterrichten, pflegen wir natürlich auch die Tradition der niederdeutschen Sprache. Wir sind zusätzlich Seminar- und Ausbildungsschule für Lehramtsstudenten. Und wir bieten natürlich auch Praktikas in verschiedener Form für zukünftige Lehrer an. Wir sind an unserem Schulzentrum natürlich auch immer auf der Suche nach innovativen Kolleginnen und Kollegen. Liebe zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, wir würden uns freuen, wenn Sie uns am Schulzentrum besuchen. Informieren Sie sich gerne auf unserer Homepage. Und wenn Sie an einer Zusammenarbeit interessiert sind, melden Sie sich gerne.